Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Dead by Daylight. Und heute nehme ich mir mal einen Killer vor, den ihr bei mir noch nicht im Let's Play gesehen habt, nämlich den Kannibalen Leatherface Bubba Junior Sawyer oder Junior Bubba Sawyer, denn Bubba ist nur der Spitzname, dessen Herkunft ich auch nicht wirklich sagen kann, denn in den Filmen hat er diesen, glaube ich, nicht. Okay, aber mit ihm werde ich jetzt mal auf die Jagd gehen. Warum? Eigentlich spiele ich ihn nicht besonders gerne. Ich gehe jetzt aber rein, um die Millionen für das Moonlight-Event vollzumachen, das heute Abend um 19 Uhr startet, und erkläre kurz, welche Zusammenstellung ich jetzt mit dem Kannibalen in diese Runde nehme und ja, starte dann das Spiel. Ich habe einmal das Zeichen der Bestie im Zusammenhang mit dem Messerkratzer. Die bewirken beide, also das Zeichen der Bestie erhöht moderat die Bewegungsgeschwindigkeit der Kettensäge und der Messerkratzer erhöht leicht die Bewegungsgeschwindigkeit der Kettensäge, erhöht aber auch beides leicht die Aufladezeit, das heißt, ich brauche etwas länger, um meine Kettensäge ans Laufen zu bringen. Allerdings habe ich dann einen ordentlichen Geschwindigkeitsschub, wenn ich die Kettensäge vor mir her schwinge. Und das ist der Bonus, den ich mit diesen beiden Add-ons damit haben will. Denn so wird es ein leichtes sein, den Überlebenden mit der Kettensäge direkt zu Fall zu bringen. Denn Kettensägenattacken verursachen direkten Todesstatus, was ja dann von Vorteil ist. Ich nehme die Opfergabe schwarze Abwehr rein. Bonuspunkte zu spielen macht hier wenig Sinn, da mir ja nur noch knapp 19.000 Punkte fehlen. Deswegen nehme ich die schwarze Abwehr rein und schütze damit meine Add-ons, sodass ich diese am Ende der Runde nicht verliere. So, jetzt muss ich mal überlegen, ob ich Barbecue und Chili nicht noch gegen einen anderen Perk tausche. Jetzt ist es nur leider so, dass ich mit dem Kannibalen nicht wirklich viele Perks oder gute Perks habe. Ich glaube, ich belasse es doch erstmal dabei. Denn wenn die Runde nicht so gut abläuft, kriege ich eventuell noch dadurch Bonuspunkte. Denn Barbecue und Chili, ich erkläre es an dieser Stelle nochmal, gibt mir einen Bonus auf alle Blutpunkte am Ende der Runde. Und zwar 25% auf alle Blutpunkte für jeden Überlebenden, den ich zum ersten Mal festhake. Bedeutet, erwische ich jeden einmal, habe ich einen Bonus von 100%. Außerdem sehe ich, wenn ich jemanden festhake, die Auren der anderen Überlebenden für 4 Sekunden, sofern sie sich weiter als 40 Meter von diesem Haken entfernt befinden, sich zu der Zeit nicht in einem Schrank befinden und nicht den Perk Verzerrung drin haben, denn all das hebt die Aura-Lesefähigkeit vom Barbecue und Chili auf. Als zweiten Perk habe ich auch ein gern genommener Perk von mir, den Ruf einer Krankenschwester. Das heißt, ich sehe die Aura der Überlebenden, die sich heilen, andere heilen oder geheilt werden, im Radius von 28 Metern. Und auch hier kann Verzerrung wirken. Jedoch, wenn zwei in der Heilungsaktion involviert sind, sehe ich immer noch den einen ohne Verzerrung. Als dritten Perk nehme ich Franklins Niedergang rein. Das heißt, wenn ich einen Überlebenden mit einem Angriff treffe, lässt er den Gegenstand, den er hat, fallen. Und darüber hinaus verliert dieser Gegenstand auch noch 5% der Grundmenge seiner Ladungseinheiten, sprich der Gegenstand wird auch noch dabei ein wenig verbraucht. Und als letzten Perk habe ich Geflüster, welcher mich benachrichtigt, sobald Überlebende im Radius von 32 Metern zu mir sich befinden, denn dann blinkt dieser Perk auf. Auch ein Perk, den ich sehr gerne reinnehme. So, diese Zusammenstellung nutze ich jetzt mal mit dem Kannibalen, um die Million voll zu machen. Ich bin gespannt, ob es mir gelingt. Wie gesagt, mit ihm spiele ich nicht sonderlich gerne, habe mit ihm demnach auch wenig Übung. Und ja, warten wir einfach mal das Spiel ab, wie es läuft. Wir sehen uns gleich im Nebel, meine Freunde. Dann wollen wir mal das Spiel als Leatherface, den Kannibalen, beginnen. Und zwar starten wir in der Eisenhütte der Qual. Wir haben eine Laurie, eine Mac, eine Claudette und einen Jake als Überlebenden im Spiel.
Und die Laurie the Vox ist natürlich unsere Obsession. Und damit haben wir schon die erste. Zack. Zack, zack. Na, wir haben den Looper hier. Komm. Okay, dann ist die Palette weg. Sehr gut. Mal kurz den Generator angeschmissen. Ich glaube, du spinnst. So, Fräulein Vox. Befreiungsschlag entweder aufgehoben oder verkackt. So, und alle drei sind da hinten. Na komm. Wo ist dein Sprintboost? Ach, schon wieder so ein Looper. Schon wieder so ein Looper. Danke. Dann ist die Palette auch weg. Und wir suchen die nächste Palette. Interessant. Und dann... Nein, die nehmen wir nicht weg. Ah, wir rennen ins Haus. Das ist die nächste Looping-Gelegenheit. Augen auf bei der Wahl. Welches Fenster man nimmt, Fräulein. Pop, pop. Na? Ist wer, das habe ich ganz genau gesehen.
Ah. Looping Wärter. Genau vorm Haken, Fräulein. Yep. So, Obsession. Ausgewogene Landung, hm? Da bist du nicht gut drin in deiner Looping-Scheiße. Ja, jetzt kommt... Oh, jetzt hat... Sie hat es tatsächlich aufgehoben. Gut gemacht. Sie will uns auch beschäftigen. Und keine Sorge, ich bleibe am Ball. Ich bleibe am Ball. Oh, keine Palette mehr da. Jetzt hast du, glaube ich, einen schweren Fehler gemacht. So, Fräulein. Oh, jetzt machst du auch einen schweren Fehler. Sag ich doch. Du kommst nämlich in den Keller. Dann machen wir hier noch die Palette kaputt. Natürlich ist hier noch wer. Aber ich schau mal da hinten. Ja, Jake, ich sehe dich noch. Ist das nicht schön? Ah!
So. Dich brauche ich noch, um meine Punkte zu verdoppeln. Dann habe ich auf jeden Fall die Millionen voll. Und da liegt auch noch unsere kleine Claudette, die ja schon hing. Ah, willst du dich befreien? Keine Chance, dich zu befreien. So, der läuft schon. Die Luke wäre hier oben übrigens gewesen. Okay. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo Paletten haben. Wobei, ich glaube, von den Punkten her sind wir auf jeden Fall bei der Million. Das waren jetzt auf jeden Fall auch noch ein paar Punkte verschenkt, würde ich behaupten. So. Niemand ist entkommen. Okay, ausgewogene Landung, städtische Invasion, Selbstpflege und Entscheidungsschlag hatte unsere Obsession. Ja, wunderbar, wunderbar. Und wir haben die Million voll, wie man sieht. Das heißt, für das Event bin ich damit gewappnet. Wir haben alle erledigt. Wir hatten den einen oder anderen Looper, die aber meistens nicht auf die einfachsten Tricks reinfallen. Und ja, es ist halt, Entschuldigung, keine Überraschung mehr, wenn ihr immer wieder dieselbe Scheiße ausprobiert. Immer und immer wieder, weil ihr das bei irgendwelchen YouTubern oder Twitchern gesehen habt, die das können. Und die meisten Leute können es einfach nicht. Die meisten können es nicht, versuchen so ein bisschen Zeit zu schinden. Und ich bin überrascht, dass hier keine blöde Bemerkung gefallen ist. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Werde wahrscheinlich heute Abend, wenn das Event startet, auch wieder aufnehmen. Und durch das Event bin ich mal gespannt, welche Spieler das mal wieder auf den Plan rufen wird. Eventuell kriegen wir es ja hin, mal wieder eine Runde Überlebe mit Freunden aufzuzeichnen, dass wir sogar mal zu viert sind oder so. Man wird es sehen. Ich werde auf jeden Fall heute Abend hier im Spiel sein, um die Jagd nach den Münzen zu beginnen, wenn es ähnlich ist wie das Event vor einem Jahr. Wir werden es sehen, ich werde euch aber darüber informieren. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Rönne.